Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Korn. Wir schauen uns jetzt den BCS 127 in der Version 1.0 von Südtirol Modding und Bledest. Irgendwas in der Richtung, könnte was ukrainisches, ostblockmäßiges sein. Modding an. So, der BCS 127 findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge, Mähtechnik und dann habt ihr ihn hier. Ja, 7 PS, 15 Liter Sprit, 20 Liter AdBlue, also mehr AdBlue wie Sprit, auch nicht verkehrt. 12 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, oder Bewegungsgeschwindigkeit eher zu sagen. Und 1,1 Meter Arbeitsbreite für 250 Euro in der Anschaffung und 12 Euro im Leasing. So sieht das gute Stück hier aus. Und ja, allgemein, der Modder hat vieles geschrieben. Unter anderem, dass er es halt so bestmöglich versucht hat, weil seine Fähigkeiten zugelassen haben. Das ist ja alles schön und gut. Wichtige Informationen, gute Leistung am Hang, vielseitig einsetzbar, sowohl am Land sowie auch am Hang. Tiefer Schwerpunkt, um das Umfallen zu verhindern. Guter Halt auch im sehr steilen Gelände, sehr geringer Wendekreis und so weiter und so weiter. Und das Ding kommt eigentlich, es gab im 17er diese Südtirol-Map. Und da gab es halt, ne, wie man halt sich Südtirol so vorstellt, oder Tirol im Allgemeinen, ne, steile Hänge. Dafür sind die Maschinen eigentlich am idealsten gedacht, aber ihr könnt damit auch selber Gras mähen. Deswegen ist das auch was für den Otto Normalbauer, nenne ich es einfach mal, auf dem Flachland. Ja, aber so sieht die ganze Kiste erstmal aus. Ja, von den Texturen her kann man jetzt eigentlich nicht viel sagen, weil wir haben hier Grau, wir haben hier Blau, wir haben Reifen, die nicht genauer definiert sind. Wir haben hier oben dementsprechend den Griff und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht wirklich viel mit der Bande. Es ist okay. Für das, was es darstellen soll, ist es vollkommen okay. Da wüsste ich jetzt nicht, was man da großartig sagen sollte. Was fehlt, ist unser Fahrer. Ihr seht, ich bin jetzt hier in die Kiste eingestiegen. Normalerweise war es immer so, dass dann so ein Mannequin ja dahinter war, im 17er oder im 15er. Hier ist es aktuell noch nicht so. Ich weiß nicht, ob sich das aktuell im 19er nicht umsetzen lässt. Aber es, wir sind so ein bisschen geisterhaft unterwegs. Da müsstet ihr dann in der Innenansicht, um da ja, ein bisschen Realismus halt zu haben. Aber machen wir erstmal Soundcheck. Das zieht sich extrem lange hin, währenddessen könnt ihr euch auch nicht bewegen, aber so vom Sound her hört sich eigentlich gut an. Ansonsten habe ich euch da hier schon mal was vorbereitet. Wir haben natürlich keine Blinker, kein Bremslicht, keine animierten, ist ganz klar, sondern wir müssen uns aufs E-Fahrer beschränken, deswegen mache ich das hier schon mal nochmal an. Das E-Fahrer ist einfach, ja, mäht Gras und das halt im Handbetrieb. Und ihr seht hier, wenn ich hier Gas geben will, also vorwärts, ja jetzt, Halleluja. Also 8 km/h rückwärts, 12 km/h maximal vorwärts ist hier mit drin, das ist schon eine Menge. Ja, und mit B schaltet ihr den ganzen Spaß ein. Da haben wir auch neuen Sound dazu, das seht ihr auch, da flackert zwar hier irgendwas an den Texturen, macht auch nicht wirklich einen Unterschied aus, weil vorne hier das Schneidwerk ist in dem Fall nicht animiert. Ja. Und wenn wir jetzt halt hier Gas geben, können wir halt dementsprechend in der Standardgeschwindigkeit von 12 km/h Gras mähen. Wer hätte es gedacht? Ja. Das ist soweit alles in Ordnung. Es gibt sogar Indoor-Sounds, wenn man es mal so nimmt. Ja. Die Kamera ist ein bisschen zu weit weg vom Geschehen. Die würde ich näher ransetzen. Aber ansonsten ja, macht er so seine Aufgabe, wie er sie eben macht. Und das auch dementsprechend ordentlich. Das Ganze hier wieder ausschalten, seht ihr, da passiert ja nichts. Muss das schon vorher anschalten. Ja, und wer halt so kleine Grasflächen hat, die er sagt, er will das halt so machen, warum nicht? Warum nicht, würde ich sagen. Ist ja alles tutti frutti. Lok ist sauber, da gibt es keinerlei Probleme. Und ja, und in dem Fall würde ich sagen, lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. So wird ein Schuh draus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Peace.